Hallo und herzlich willkommen zurück zu Recycle, der Müllabfuhr-Simulator und das muss man ja neidlos anerkennen, Manager. Denn das ganze Spiel hat zahlreiche Management-Komponenten, finde ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Wir waren beim letzten Mal, glaube ich, dabei stehen geblieben, dass wir bei unseren Routen, wollten wir, glaube ich, eines unserer Fahrzeuge die Route automatisch abfahren lassen und haben sogar festgestellt, dass die da sogar hier in der Stadt dann auch rumfahren und dass wir die da beobachten können, wie sie das tun. Und da, hier sehen wir das, nämlich Autopilot, der ist hier Wachturmstraße unterwegs und der hier, das bin ich gerade. Aber ihr wisst ja schon, wir haben die Aufgaben für heute erledigt, Wachturmstraße, und können deswegen mal gucken, was wir morgen planen. Ich hoffe, das ist jetzt noch rechtzeitig. Und zwar gucken wir uns erstmal so Routenlizenzen an. Also, der Grünlandplatz wäre mit 60% voll. Die Thomas-Kreis-Route ist voll bis oben hin. Das ist echt ein Problem. Und die ist, wir haben jetzt Freitag, die ist Samstag hoffentlich dran. Jawohl. Dann sollten wir am Sonntag den Müll am Grünlandplatz abfahren, würde ich sagen. Weil der ist auch schon fast voll. Und dann haben wir eigentlich für alles so halbwegs hier die Abholung organisiert. Und was ich jetzt gerne wissen würde, wäre halt, wie kann ich jetzt sehen, ob die Jökel hier, die hier mit meinem Karren da in der Gegend rumfahren, was die eigentlich gerade treiben, das würde mich mal interessieren. Kann man das irgendwo sehen? Also ich sehe mich selbst, sehe ich hier. Müsste ich halt vielleicht mit dem Müllwagen mal rumfahren, gucken, wo sie sich rumtreiben, hä? Ich könnte auch die Zeit ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Weil bis jetzt scheint das noch nicht erledigt zu sein. Was die machen sollen, die Jungs. Tja, wenn wir hier in der Stadt unterwegs sind, dann sieht das alles halbwegs hübsch aus. Wenn wir hier uns weiter außerhalb bewegen, dann leider nicht ganz so. Das hatten wir auch schon festgestellt hier. So, welche Strecke war denn das überhaupt? Finden wir die raus? Weil der hier sagt mir jetzt nichts davon an. Und die Wachturmstraße müssten wir dann auch sehen können, dass die leer geworden ist. Fällt mir gerade mal so ein, da können wir mal nachgucken. Da, Wachturmstraße 80% voll. Und dieses Fahrzeug ist auf Autopilot mit zwei Müllmännern unterwegs. Eines seiner Fahrzeuge ist in die Fahrzeughalle zurückgekehrt. Aha! Damals nämlich. Aber nicht bei uns, ne? Doch, da hinten steht er. Deswegen war auch dieses Flatterband, das war halt abgesperrt. Deswegen war das so. Okay, und wann mussten wir das Fahrzeug dann einsetzen? Einen Tag vorher oder einen Tag später? Das können wir am selben Tag machen, ne? Okay, wir simulieren zum nächsten Tag. 7100 haben wir. Und heute ist fällig die Thomas-Kreis-Route. Dann werden wir einfach mal den hier auf Autopilot stellen und auf Thomas-Kreis-Route. Und los geht's. Und jetzt gucken wir mal. Ja, tatsächlich, der ist weg. Tatsache. Und da hinten fährt er auch schon. Ha, ist das cool. Also wir können hier richtig schön managen. Das Problem ist nur, wir haben kein Geld dafür. Und ich würde das ja lieber als Manager spielen, als selber Müll einzusammeln, nicht? Ich lasse sammeln, sozusagen. So, gucken wir uns mal die Routen an. An der Glocke. 9 Tonnen, Terrassenweg 14, Grillenhain. Die Wachturmstraße wird gerade leer gemacht. Da ist 95% voll. Und die Thomas-Kreis-Route, die war gestern... Ne, Moment. Heute wird die Thomas-Kreis-Route abgeholt, die ist 100% voll. Und die Wachturmstraße, die wäre morgen dran. Aber die haben wir doch gerade leer gefahren. Verstehe ich nicht. Haben wir die nicht? Die haben wir doch gestern gemacht. Oder nicht? So, Einkommen. Arbeitergehalt. Ich würde ja auch selber jetzt was abholen, aber da sind ja die Kollegen schon unterwegs. Da müssen wir einfach mal mehr
mehr Routen hier einplanen. Morgen wird der Grünlandplatz geleert. Hätten wir da noch eine zweite Route, die ich dann alleine machen kann. Also ich könnte den Grünlandplatz morgen selber machen. Und schattiges Fleckchen von meinen Kollegen abholen lassen. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Würde ich mal so sagen. Lass mal die mal ein bisschen vorlaufen hier die Zeit. Ansonsten seht ihr aber schon, dass hier die Routenlizenzen nicht ausreichen. Die Mülltonnen sind immer voll. Was meint ihr, was da Ratten rumlaufen alles? Aber jetzt ist auch die Thomas-Kreis-Route mal ein Punkt, den wir vielleicht im Auge behalten sollen. Ob denn dann die Tonnen auch leer sind, wenn gleich das Auto zurückkommt. Mal schauen, wann das der Fall ist. Wir haben noch relativ früh am Morgen. Und ja, den Kredit zurückzahlen wird ein Problem werden dann. Ich würde mir halt gerne wünschen, dass man da hier das noch ein bisschen besser sehen kann halt, ne? Und die 66. Straße hier, was wir getestet haben, das brauchen wir eigentlich nicht. Den können wir erstmal verkaufen für 8.400. Haben wir zwar ein bisschen miese gemacht, aber 15.500, merken wir uns mal. Und jetzt gleich das Müllauto zurückkommt, ob wir da sehen können, dass wir da mehr verdient haben. Fahrzeuge kosten ja bestimmt auch Instandhaltung und so. Und 40.000 wird dann der nächste Müllwagen kosten. Ab Stufe 2 können wir einen großen Müllwagen holen. Ob der dann aber mehrere Routen fahren kann an einem Tag. Weil so ist es langweilig. Wenn wir nur ein Fahrzeug... Also wir brauchen auf jeden Fall mehrere Fahrzeuge noch. Würde ich jetzt sagen. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Also ich tendiere dazu, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr in Fahrzeuge investieren. Und dann... wie groß war die Route? Wie lange ist er da unterwegs? 9 Tonnen. Das wäre ja quasi... Das wäre ja quasi... wo ist sie denn? Ich finde sie nicht. Die sind auch alle voll, die Tonnen hier. Ich weiß gar nicht, ob das noch Abzüge gibt, wenn man das dann halt... wenn die Tonnen halt überlaufen und man die nicht abholt. Weil jetzt schon wieder Grünlandplatz und schattiges Plätzchen... Die sind morgen dran und dann müssten wir eigentlich Montag, müssten wir schon wieder weitermachen mit, schauen wir mal, was nehmen wir den Montag. Dann nehmen wir Montag auch zwei, dann nehmen wir mal die enge Straße, die kennen wir ja schon und, ja, die Wachturmstraße bin ich also irritiert, weil es ist auch wieder, schon wieder voll halt, ne. Ach, das sind wieder diese kleinen Tonnen. Was ist denn... Die Thomas-Kreis-Route war gestern dran. Das ist natürlich auch Restmüllmenge, 100%. Hier ein Indiz, ne? Wenn wir also Routen uns holen, die so viele Tonnen haben, scheinbar, müssen wir das auch noch berücksichtigen. Ich habe Stufe 1 erreicht. Yay. Und 20.000 Kohle haben wir jetzt. Wieso haben wir denn jetzt genau 20.000? Ist auch ein bisschen komisch, oder? Und das hier mit den Müllplatzlizenzen habe ich übrigens auch noch nicht verstanden. Wir haben jetzt eine Müllplatzlizenz an der Holzstraße. Ist der eine Karren jetzt gerade zurückgefahren gekommen? Oder warum habe ich gerade ein Level abbekommen? Nee, der fährt noch rum. Steht zumindest noch auf Autopilot. Also wir sollten vielleicht mal gucken, Müllplatz an der Holzstraße. Da müssten wir ja theoretisch dann auch wieder sagen können. An welchem Tag wir den abholen oder nicht. Verstehe ich noch nicht so ganz. Können wir vielleicht auch Sonntag machen. Aber haben wir den... Muss man dafür nicht so ein Containerfahrzeug haben? Weiß ich gar nicht. Aha. Das finden wir raus.
Sobald der andere Kollege hier zurück ist, der braucht aber heute wieder. Der ist ganz schön lang unterwegs. Der Kollege. Muss ich mal so sagen. Guck mal hier, also das ist um das City-Bild und so. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, wie es bei den Häusern aussieht. Und dann ein Stückchen außerhalb, wenn man im Gelände rumguckt, das ist dann doch schon etwas traurig. Ja, der braucht ganz schön lange für seine paar Tonnen. So. Da sind wir einmal kurz vom Rand des Bildschirms runtergekommen. An den Bildschirmrand gekommen. Noch ist nichts passiert. Also ich glaube, wir sollten dann hier wirklich mal gucken, dass wir dann selber auch noch fahren. Und das machen wir ja morgen. Das ist dann heute eine etwas überschaubare Folge sozusagen. Der ist immer noch unterwegs. Und bringt die Sachen natürlich auch anschließend noch zur Mülldeponie. Ja, genau. So, und dann hätten wir morgen dann den Müllplatz, den wir angucken müssen. Und ja, ansonsten sieht es halt mau aus, ne? 5 Routen, ein Müllplatz. Vertragsstrafe 900. Ist die Frage, ob wir die auch irgendwo... Ich hätte ja gerne, dass wir sehen können hier, sagen wir mal... wo zum Beispiel jetzt unsere Gewinne und Verluste genau herkommen. Also wir sehen hier zwar eine Übersicht, ne? Einnahmen, Ausgaben und aktueller Kontostand und Schulden. Gesamtwert, Fahrzeugwert, Geldmittel. Besitz, 4 Arbeiter, 2 Fahrzeuge, Müllcontainer. Laufende wöchentliche Ausgaben. 4000 zahlen wir den Mitarbeitern. Kraftstoff. Und Vertragsstrafe 900. Wir haben also schon irgendwo den Müll auflaufen lassen, was wir nicht hätten dürfen wahrscheinlich, nehme ich mal so an. Das ist ja krass. Haben wir schon versagt hier. Ja, also wir müssen da wieder selber Müll holen. Ihr seht schon, das wird ansonsten ein bisschen zu langweilig, wenn wir... Vor allen Dingen, wir sitzen hier in dem Fahrzeug drin und nutzen das nicht, ne? Oder aber der Kollege macht jetzt irgendwo Mittagspause. Das weiß ich natürlich nicht. Aber 14.09 Uhr, das wird ein bisschen... Dann hätte er ganz schön gebummelt. Jetzt fängt es noch wieder an zu plästern hier. Ist doch schade, dass man den auf der Map dann nicht sehen kann. Aber ihr seht, was wir sehen auf der Map ist... Was wir sehen auf der Map... Was wir sehen auf der... Was wir eigentlich auf der Map sehen würden... Was er jetzt aber auf der Map nicht mehr zeigen will. Hier sind ja die Mülltonnen, die er leeren muss. Die hat er alle schon fertig. Deswegen frage ich mich gerade, wo er rumfährt. Der muss jetzt halt hier zur städtischen Müllhalde. Okay, der muss von hier oben. Wo sind wir denn überhaupt? Hier sind wir. Genau. Der muss also von uns, musste der hier hochfahren. Dann zur städtischen Müllhalde. Und dann kann er einfach zurückkommen. Das müsste seine Route gewesen sein. Wie gesagt, schade, dass man ihn nicht sehen kann. Was sind denn hier die Achievements? Haben wir denn ja schon was geschafft? Die gehören mir! 5 Lizenzen besitzen. Finanzmanager. Wer braucht schon Sprit? Okay. Chefsache. Okay. 20 Erfolge. Ich glaube, das sind noch ein paar mehr geworden. Was ist das? Achso, zurück ins Fahrzeug. Mhm. Ja. Der Kollege ist immer noch unterwegs. Und wir sehen 9 von 9. Und eins meiner Fahrzeuge ist zurückgekehrt und wir haben kein Geld dafür bekommen. Da frage ich mich ja, wie sollen wir da Geld bekommen? Ist denn jetzt in dem Fahrzeug irgendwie Müll drin oder so? Ich nehme mal das... Nee, die haben den Müll auch weggebracht. Das ist aber echt komisch. Naja, wir haben dann morgen die nächste Aufgabe vor uns. Nämlich morgen werden wir jetzt hingehen und der eine Kollege fährt und ich fahre auch. Das ist der Plan. Also, nächster Tag.
Und jetzt haben wir Sonntag. Sonntag ist der ideale Tag, um Müll einzusammeln. Jetzt schauen wir mal, welche Routen haben wir denn auf der Agenda? Wir nehmen mal... Erstmal fahren wir persönlich zur Holzstraße und gucken, was da los ist. Das heißt, wir schicken den hier schon mal in Richtung schattiges Fleckchen. So, komm mal her. Schattiges Fleckchen. Los geht's, weg ist er. So, und wir fahren jetzt zur Holzstraße. Denn da will ich mal gucken, wie das mit den Containern funktioniert. Ich habe ja keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? So, also, los geht's. Endlich wieder Fahrzeug-Action. Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Hallo? Map? Map? So. Zur Holzstraße. Nein. Dich wollte ich schließen. Dich wollte ich offen lassen. Dich wollte ich offen lassen, habe ich gesagt. Holzstraße. Wie soll ich denn das finden jetzt? Wir können in der Übersicht schauen. Müllplatz. Aber das würde ja auch dann hier bei den Lizenzen Holzstraße 2, so. Wo sieht es denn aus, als wäre das die Holzstraße? Ist das dann hier oder was? Nee. Jetzt muss ich nur die Stelle in der Map finden, wo es so aussieht wie an der Stelle hier. Wo sieht es auf dieser Map so aus wie da? Wir haben hier einen gelben Platz, aber das müsste auch trotzdem ein roter Punkt sein, wenn ich das für heute geplant habe abzuholen, oder? Ich komme mit der Map nicht klar. Weil das Problem bei dieser Map ist, die dreht sich ja auch, ne? Also wir haben hier einen Bereich, da geht es von rot ins grün über, auf der einen Seite von dunkel ins helle. Das müsste hier an dieser Ecke sein, wo der blaue Punkt ist. Das heißt, wir müssten mal eben... Ich könnte mir vorstellen, dass es dieser blaue Punkt ist. Das wurde bestimmt jetzt wieder im Tutorial erzählt und ich habe wieder nicht aufgepasst. Schauen wir mal. Wir kriegen das hier, wir haben das alles im Griff. Wir sind die oberbesten Müllprofis der Welt. Und jetzt fahren wir Container abholen. Wenn es überhaupt geht mit diesem Auto. Hilfe! Ansonsten zahlen wir nämlich mehr Strafgebühren als alles andere, weil ich mir wieder gedacht habe, wir können einfach so viele Lizenzen holen, wie wir wollen. Das klappt schon irgendwie. So. Also, wenn da jetzt irgendwas ist, dann müsste das... Hä? Ah, da sind sie. Okay, und wie kriege ich die jetzt verladen? Wie, ich bin bei Rot gefahren. Ich bin rückwärts gefahren, du Affe. Mann. So, wie kriegen wir die jetzt verladen? Ich habe keine Ahnung. Geht das überhaupt mit diesem Ding hier? Wir testen das mal. So, Kollege. Du steigst mal aus hier. Da kommt er auch schon rausgeklettert. Ah, der hat richtig viel Lust, das sieht man schon. Hallo Jochen, schön, dass du wieder da bist. So, und jetzt hol mal hier die Mülltonnen. Hol mal hier die... Ja, das geht nicht. Wir haben dafür nicht das passende Fahrzeug. Oh, oh. Hilfslaster. Müllwagenkran. Ich glaube, den brauchen wir, um die Dinger zu holen. Das heißt, wir können mal ganz schnell die Müllplatzlizenzen, die setzen wir mal zurück, damit wir hier das wieder wissen, wie das geht. So, jetzt gucken wir nochmal, was er sagt. Gar nichts, sagt er. Bitte die Hilfe nochmal anzeigen. So. Jetzt zeigt er die Hilfe immer noch nicht an. Ja, finden wir raus, liebe Freunde des Recycling-Simulators oder des Recycling-Managers, muss man ja schon fast sagen.
Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, auch wenn es jetzt ein bisschen chaotisch war. Hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Garderul spielt Recycle. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!